Hi, hi, hello. Hi, hi, hello. Oh shit. Hi, hi, hello. Oh shit. Ich höre mich erstmal wieder selber. Ja, ich vergesse das immer auszumachen. Naja, egal. Mein Streamstart war noch nie normal. Auf jeden Fall willkommen. Wir streamen heute ein bisschen Dredge und später ein bisschen Guild Wars 2. Puffer Fire Story. Dredge ist ewig. Ewig her. Und wir haben es auch nur kurz angespielt bisher. Also vergebt mir, wenn ich merkwürdig spiele. Und ja, wir müssen erstmal in die Steuerung wieder reinkommen. Und ich habe das Spiel auf Englisch umgestellt. Weil ich auch ein bisschen mehr Englisch spielen möchte. Und ja, würde ich sagen, gehen wir gleich rein. Back into the game. Und schauen wir mal, was wir machen mussten. Ah, der Bürgermeister spricht direkt mit uns. Fisherman, have you run into a photographer on your travels? She docked here a few days ago for supplies. I suggested that she take some pictures of the town for promotional purposes, but she didn't seem too interested. She mentioned she was heading south. Perhaps you should introduce yourself. Okay. Das machen wir gleich. Ich muss nur kurz die Katze retten, die gerade am Fenster gefährlich sitzt. Einen Moment.
Thank you.
Danke. So, jetzt kann ich wieder reden. Es war nur die ganze Zeit im Hintergrund Sirene und Dinge. Es tut mir leid. Direkt ein Mutierter, gleich als erstes. Root Squid. Tentacles sprout from a glowing core inside a gelatinous sack. Other cores lay dormant alongside. Okay, okay, okay. Hat das gerade gesehen, was da? Da kam hat irgendwas aus dem Wasser gespuckt. Aber das können wir gleich verarbeiten. Hier brauchten wir nur eins. 100. Okay, geht. Hier brauchen wir dann noch zwei Holz und Geld. Zwei Holz und Geld.
Ja, gut, das hier bringt ja auch noch mal ein bisschen Geld ein, theoretisch. Müssen wir nur drüben einmal abgeben. Machen wir aber, wenn die Nacht rum ist. Natürlich jetzt doof, dass ich eine ganze Weile jetzt gemutet war, glaube ich. Aber ich wollte jetzt nicht, dass er hier im Nachbarhaus scheint irgendwie Einsatz gewesen zu sein. Keine Ahnung, ob es Krankenwagen war oder so, aber es war gerade sehr penetrant und sehr laut. So. Jetzt sind wieder diese komischen Winde unterwegs hier. Na, zumindest 60. 60 Dollar ist okay. Ist besser als gar nichts. Ich schätze, wir müssen jetzt mal irgendwo weiter rausfahren, um an Holz ranzukommen. So, da drüben gibt es Bäume. Vielleicht. Also hier gibt es überall Inseln mit Bäumen drauf, aber vielleicht gibt es da ja Holz zu holen. Das sind Fische. Huch, seit wann schwimmen die oben? Ominöser Schrein. Dass der immer noch da ist. Aber wir hatten den doch gelöst, glaube ich, oder nicht? Wir hatten doch die Fische abgegeben. Und der ist immer noch da. Ist das ein Boot? Ein Boot am helllichten Tag? Ist nicht ganz so gruselig. Boote im Dunkeln sind gruseliger, weil man dann nicht weiß, was auf einen zukommt. Okay. Das sieht aber nicht nach Holz aus, das ist Metall. Das sieht komplett ganz aus und liegt einfach so vor Anker. Hallo? You pull up alongside a boat at anchor. There are signs of life on board, but nobody appears to greet you. Almost immediately, a small slot in the door snaps open. A pair of frantic eyes peer out at you. Who goes there? A fisherman? What do you want? I was just checking to see if you're okay. Do I seem okay? No, I'm very much not okay. I'm supposed to be delivering this package to Little Mirror, but I'm being stalked. A huge leviathan lurks in the deep waters. I've seen it. It hung in the water, its gaping mouth just below the boat. It would have swallowed this vessel whole if I hadn't bolted for the shallows. I'm not going out any further into this accursed island chain. I could deliver the package to Little Mirror for you. You would? Well, that would work, I guess. Address to the dark water at Little Mirror. It's dense, damp and very sticky. Kommt irgendwas Schwarzes raus. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, dass wir das jetzt für den übernehmen. The courier pushes this lumpy brown package through the doorhole. It squelches slightly as you take it in your hands. Dark fluid oozes from one corner. Ugh. Thank you, stranger. This is bound for the dark water at Little Mirror. I'm not sure what it's inside, but listen. I know this sounds crazy. Sometimes I think I can hear the faintest of whispers coming from it. Now I'm not supposed to be transporting live goods, don't have the equipment for it. So just be careful with this thing, whatever it is. Mm. Here, why don't you take this to me? Again, an item emerges from the doorhole. This time a book is pushed through and tats on fats? Is it called fats? Fats onto the deck below, you pick it up. I'll be on my way whenever the coast is clear. Safe travels. Okay, Tatsache, einfach ein Dude in dem Boot drin. Ein echter Dude. On shelf. I haven't read this yet. Reading. Ich frage mich, was wir hier für ein Dingens bekommen. Ja, 12 Stunden noch, bevor wir es reparieren müssen. Ich würde sagen, wir nehmen hier trotzdem den Scrap mit.
Auch wenn wir das jetzt gerade noch nicht brauchen, wir werden es ja bestimmt später für andere Upgrades benötigen. Hat sich richtig gelohnt, würde ich sagen. Okay. Dorthin müssen wir zurück, da ist der Leuchtturm. Die Steuerung ist übrigens sehr sensibel, deswegen wackelt mein Boot so hin und her. Und ich versuche gerade zu fahren. Achso, das sind Fische, ja, die sind aber sehr groß, die nehmen viel Platz weg. Hier haben wir nochmal einen Shiny. Den hatten wir schon mal. Dort vorne gibt es auch einen Shiny. Von einer anderen Fischsorte. Ah, von denen. Aber da kommt er nicht direkt. Da ist er. Ui, ich. Warum? Ich hatte gerade das Gefühl, dass ich Sachen gehört habe. Vielleicht hätte ich erstmal das Paket wegbringen sollen, ne? So, alle Fische verkauft. Können wir das Netz schon reparieren? Ja, mal. Uns fehlt immer noch das Holz. Das heißt, wir gehen jetzt kurz schlafen und dann fahren wir gegenüber das Paket wegbringen und dann, ich meine, wir suchen ja die ganze Zeit schon Holz, aber irgendwie gibt es das nicht. Zumindest nicht da, wo wir hin wollen. Vielleicht haben wir nächste Runde mehr Glück. Wir können ja auch mal nach rechts. Vielleicht gibt es da drüben mehr. Zumindest mehr Holz. Ich frage mich auch, ob diese Dredge-Spots endlich sind. Weil Fische kommen ja irgendwann wieder. He pulls a book from a stack sitting on his desk and hands it to you. It's covered in dust, but otherwise seems in good condition. Okay. Als Dankeschön dafür, dass wir Sachen bei ihm immer vorbeibringen. Vermutlich. Doc Worker, da ist er. How's the day of treating you? I've got a package here for you. A deliverer? Oh, it's a big one. Let me see. Takes the large package and examines it gently with his hands. He lifts it to one ear and listens for a while. He seems satisfied. Much appreciated, friend. Now, if you'll excuse me, wish me luck. He turns and hurries off down the dock without another word to you, or compensation. Nicht mal was dafür bekommen haben wir. Das ist schon frech. Ich will gar nichts dafür bekommen haben. Sehr frech. Oh, da ist der Mond. Ich habe noch nie den Mond gesehen. Haben wir auch irgendwo die Sonne? Nee. Sonne sieht man nie, aber den Mond habe ich auch noch nie gesehen. Und es ist ein Vollmond. Habe ich deswegen letzte Nacht komische Sachen gehört? Weil Vollmond gewesen ist? Oh, no! The kitty cat! Macht Screenshots. Mit ihren Füßen. Ah. Hi, hello!
Müssen wir mal schauen, ob jemand da ist. Und Menschen. What is it? Okay, das haben wir alle schon mal gefragt. Gut, dann gehen wir wieder. Holz, meine Freunde. Holz. Vielleicht hier zwischen den ganzen kleinen Inseln. Das sind Fische. Das sind alles Fische. Da drüben ist ein Shipwreck, vielleicht dort. Irgendwann können wir Haie angeln. Ja, Holz. Ich glaube, die meisten Leute, die das Spiel kennen, haben es auch schon komplett durchgespielt. Ich habe auch schon gehört, dass es hier mehr als ein Ende gibt, also dass man verschiedene Enden erreichen kann. Ich weiß zwar nicht wie, aber es gibt sie, die verschiedenen Enden. Okay, 16 Uhr, schaffen wir das noch? Zurück ans Dock. Ja, komm, wir können noch eine Sache, können wir noch nicht. Ich frag mich zwar, wie man hier beeinflussen möchte, welches Ende man bekommt, aber who knows? Okay, ich möchte nur von dem offenen See hier weg. Und hey, ist genau, das war das Ding, womit man ein bisschen schneller fahren kann. Wenn es Not tut. Aufpassen, dass wir nicht kentern. So dark. It's super quiet. Ist schon ein bisschen merkwürdig, wenn das. Na, hier geht nicht das Licht aus. Warum ist jetzt das Licht ausgegangen? Ist nicht in Ordnung. Kommen auch immer wieder aus dem Nichts, diese Dinger. Aber nur nachts. Nicht tagsüber. Immer nur nachts. Bisschen Fisch. Hier. Kostet auch nur $50. Das ist praktisch. Was brauchen wir hierfür? Da kriegen wir komplett mehr Platz, oder? Adds 5 new cargo spaces. Das ist viel. Auch teuer. Sehr teuer in Material. Ich weiß noch nicht, was das hier ist. Refined Metal. Okay. Können wir uns jetzt hier die Dinge leisten? Die brauchen wir noch nicht. Aber die hier. 410. Und das packen wir in den Storage, weil wir das danach wieder brauchen. So. Jetzt versuchen wir mal, ob wir hier diese Haie damit jetzt fangen können. Mit dieser neu installierten Angel. Die waren doch ozeanisch, oder? Ja, ein Angelsymbol. Okay, die nehmen sehr viel Platz weg. Sehr viel Platz. Ich glaube, ich kann nicht mal einen zweiten davon unterbringen, oder? 2, 4, 2. Nee, da bräuchte ich. Hier bräuchte ich eine Kerbe, um den einlagern zu können. Oder so? Oh, das könnte eng werden.
Könnte sehr eng werden. Gibt's auch Haie, die kleiner sind? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir können immer nur einen Hai mitnehmen. Zumindest bis wir irgendwann mehr Platz haben. Das wird aber noch eine Weile dauern, bis wir mehr Platz haben. Oder er ist einfach größer, glaube ich. Ja, das ist größer als die anderen. Wir nehmen von überall so ein bisschen was mit. Nicht überfischen. Ja? Kann nur schlecht enden, wenn wir Dinge überfischen. Ich weiß nicht, wie realistisch das hier ist, aber... Ich meine, es ist ein Spiel über das Angeln. Ich denke schon, dass sie beachtet haben, dass Überfischung ein Problem ist. Würde mich zumindest nicht wundern, wenn es so wäre. Das hat gut Geld gebracht. Ich glaube, der Haifer. Wir haben ja auf der anderen Seite auch noch einen. Hier vorne. Vielleicht bekommen wir den noch, bevor es dunkel wird. Das sollte schaffbar sein, auch wenn wir langsam sind. Ist sicher der gleiche, oder? Ja. Da gab es sogar nur einen. Spannend. Und dann können wir jetzt das Netz wieder auswerfen. Ach so, wir haben es ja gar nicht installiert. Ach, das ist natürlich unpraktisch. Unpraktisch. Kann man nicht mal eben unterwegs das machen? Müssen wir immer zum Dock, um da Sachen zu bauen? Jetzt haben wir doch überfischt. Wenn ich nicht aufgepasst habe. Many-eyed Makrele. Jill plants dotted with eyeballs, superflowers, flows, but scanning, frantically. I see right through you. Ugh. Mm. Mm. Mm-mm. Klingt nicht schön. Mm-mm. Überhaupt nicht. So. Ich würde aber sagen, wir wechseln jetzt um 2 auf das gute alte. Kann man hier speichern? Ich weiß es gar nicht mehr. Safe and Quit, genau. Wir wechseln jetzt auf Guild Wars. Und ich nutze die Zeit, um mir kurz noch was zu essen zu machen. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Wenn wir back bei Guild Wars sind.